Hallo, guten Tag, ihr lieben Zuschauer und Zuschauerinnen. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal, der schon auf der Suche nach neuen Abenteuern. Hier ist euer Justus König, der andere, der YouTuber aus Würzburg. Ganz jetzt in der Chance der andere oder in Katamerika. Ah, einfach der Justus König. Und ihr wisst doch alle, es kommt eine Halloween-Zeit. Oder wenn man es Monstertober oder Schocktober. Und am 31. Oktober ist auch wieder Halloween, das Gruseln. Und zurzeit ist ja auch ganz auch Gruselfeste, Beispiel Geiselmünd, Freizeitpark. Gut. Oder dann kommt ja wieder, und kommt ja auch wieder mal Fasching. Kommt ja auch wieder. Und ja, Masken sind ja meistens mal teuer. Kauft man sich da 20 Euro, mindestens 10 Euro. Aber es gibt manchmal auch günstige Masken, die man selber nur tunen muss, dass sie wieder auskommen. Beispiel bei einem Eurojob. Ein Euroladen da, wird eh schon dieser eine Euroladen. Oder bei Edeka sind auch diese Fundgruppen da. Diese von Euro, JE, Schum, Schollensachen hier. Und da haben sie Edeka nicht mal Angebot gehabt. Da habe ich eine Maske gefunden. Hier. Maske. Schaut toll aus. Weil ihr wisst ja, ich brauche solche Masken. Nicht nur so Halloween, sondern auch meine Cosplay-Veranstaltungen, was mache da. Meine Theaterstücke wieder mache, wenn ich Zeit habe. Oh, das hier soll sein, also Maske Halloween Clone in the Dark. Ja. Von J.E. Schum. Ja. Jedenfalls so schützt den was drauf auf dem Zettel drin. Aber den mache ich mal hier runter, dann brauchen wir eh nicht. Das Ding kostet keine Angst, das ist nicht teuer. 1 Euro. Gibt's bei Edeka oder jeder sich das Ding verkauft. Und ich brauche nur einen. Die können wir jetzt verbessern. Gruseliger machen. Haben wir schon einen Kunden alle hier? Kann das hier gruseliger machen. Dafür brauche ich jetzt zwei Addings. Ein roter und einen schwarzen. Hier und hier. Hier ist das vielleicht so Leuchtfarben. Hier, wir haben einen roten Stift. Das soll sein Gehirn sein. Wenn wir mal hier das mal austönen. So. Hier. Das heißt Gehirn darstellen. Besser betonen. Ja. Aber nur bis zu dem Punkt. Dann haben wir hier diese Punkte. Diese Dinge oder Punkte neu. So. Ich kann nicht mehr rutschen, Leute. So. Dann war schon hier so. Sieht man schon besser, oder? Ja, ich kann auch nicht so gut drüber, aber. So, kann man so ein bisschen das Halloween-Kostüm sparen, oder? Die Dinge gibt es auch in einem Euroladen. Oder mal zu Hause, diese Addings. So, nach dieser Seite noch. Mal gucken, wie das Gehirn soll darstellen. So. Ah, schon oben hier.
Gut. Drei Punkte vergessen, okay, dann muss ich nach, hier auch nach, hier auch nach und hier auch nach. Haben wir das gute Sinn angedeutet, nicht mal hier anders noch machen. Überlegen, was wir jetzt hier machen. Okay, hier lass ich jetzt auch noch andeuten hier. Spaltung. Und das vielleicht noch ein bisschen mit Schwarz mischen noch. Sind wir so rausgegangen, okay. Das sieht ja sowieso aus, ne? Eindeutig schon gut. Nur ein bisschen mehr Punkte hier. Also das ist ein bisschen zu wenig. Hab's ja echt vergessen hier. So. Das ist noch hier hinten. Das schaut so ein bisschen gruselig aus. Das geht jetzt ja bis da. Ja, schaut ein bisschen gruselig aus. Ja, noch ein paar Punkte. Naja, müssen wir mal jetzt hier. Nehmen wir hier schwarz. Ja, kann der schwarz ein ganz so schwarz. Bisschen rot, ne? Nee, das ist auch lustig ausschaut. Für Backen. So, dann müssen wir jetzt hier ein bisschen schwarz rocken. Und für Gott hier mal. Nicht mein Ding. Das sogar hier. Gut. Das ist immer hier so. Jetzt kriegt er den besseren Edding an nicht. Soll ja noch leuchten. So. Da war ein bisschen. Deine Nase ein bisschen.
Ja, so gut geht's auch nicht. Gut, aber das ist etwas. Gut. Ich kann ein bisschen runter machen. Dann auch so Zahnfleisch doch, oder? Das geht auch nicht so gut. So. Gut. Fertig. Noch ein paar Punkte. Ja.
So. Na, den Rahmen noch. Jetzt muss man noch hier so schwarz machen. So. Ja, so ist sie fast gefertigt. Und die Helmut-Maske ist fertig. Eine Maske im Schatten 1 Euro. Kann ich nicht falsch machen. Die ist jetzt in Großliga gemacht. Hier ist halt ein bisschen ja, der Mund blutig sein. Das Gehirn zeigen. Ja, ein bisschen. Ja. Fantasie einfach. Laufen lassen. Grundgestand ist da. Und da kann man hier nur zum Beispiel jetzt. Ab jetzt hier, ne? Ha! Eine Horrormaske. 1 Euro, selbstgemachte Schuhe und dann schwarz. Schon so aus. Kann ich jetzt, ne, so benutze ich eh nicht, dann haben wir nochmal Sachen drauf, so was überziehen, anderes Kostüm draus bauen. Boah. Jedenfalls. Für 1 Euro ist es okay. Zum Basteln. So. Ja, so muss es das, ne? 1 Euro. Fällt doch, oder? Und soll leuchten da. Wählen wir es nochmal aus. Leuchtet das? Schalten wir nochmal das Licht aus. Ja, nicht so richtig. Nicht so richtig, hä? So, es ist nichts. Gut. Ja. Geht doch. Neues Kostüm gemacht. Fertig. Kommentar schon fertig. Fertig gebastelt. 1 Euro, was will man mehr? Maske gibt es bei einem Edeka. Jeden Edeka-Laden. Bei so Fundgruppe, Jum-Sachen. So, selbst gebastelt. Naja, wenn die Eltern was brauchen für die Kinder, können sie es so selbst machen. Die können dann die Maske selbst dann so starten, wie sie wollen. Gruseliger, lustiger, egal. Das ist halt meine Vorstellung dann. Ich kann mir das nicht über so einen Überzug drüber, dass ich mit schwarz bin, dann kann ich die aufsetzen und sagen, hier ist Miley Mask. Ein neuer Wächter des Todes. Zum Beispiel. Überleben. Ja, zum Basteln. Das ist okay. Gut. Ist nicht perfekt, aber besser als wie. Achso. Besser geht's ja nicht. 1 Euro. Also, wünsche euch noch eine schöne Gruselzeit, schönen Halloween, schönen Monster Oktober, schönen Schocktober. Einfach schönen Halloween. Und dann später wieder Faschingszeit. Aber jetzt mal mögt euch schön gruseln. Halloween. Yeah, ich liebe Halloween. Yes. Justus, geht. Over and out. Locker. Locker. Der Wächter der Unterwelt. Wächter von Tod. Locker.
Yes. Ah, so, schnell was Kostüm an. So? So? Oder was anderes? Hahaha. Du hast wahrscheinlich ein Kostüm gebaut. Für mein Theaterspiele. Der nächste kommt, müssen wir Halloween spezial machen. Und wir rein so. Einfach so hier. Das ist schon lang so. Dann ist es hier drauf. Und hoffen. Dann müssen wir das so machen. Das ist ein bisschen cooler. Dann die Bikermütze, Hellfire, das Helmfeuer. Das sieht schon an einem Höllenschwert, ne? Und schnell ist ein Kostüm schon gebaut. Yes. Game over. Good night. Leute, kennt ihr von Nickelodeon die Zeichentrickserie Willkommen bei Loud? Ist ja lustig. Aber ich habe jetzt gesehen, das Neue ist eine Realverfilmung. Comedy, wie es heißt. Willkommen bei den echten Nerds, die reale Verfilmung. Also haben sie echt diese Zeichentrickserie, wo so lustig ist, in real gefilmt. Und da gibt es, glaube ich, schon eine zweite Staffel davon. Ja, ist sehr gut und sehr lustig gemacht. Schaut aus wie das Original. Ja, einfach gut nachgemacht. Es ist so. Das Leben im Lauthaus wird bald echt laut. Am 22. Mai erwartet euch eine echt neue Serie, wo die Missionen verrückter werden und das Chaos auf 11 hochgestuft wird. Verpasst nicht Willkommen bei den echten Louds, eine echt neue Serie. Ab dem 22. Mai bei Nickelodeon. Kommt raus! Zeit für ein Foto! Kommt raus! Zeit für ein Foto!